So, hier drüben haben wir ja auch noch was. Plasma-Energie, sehr gut. Noch mehr Plasma-Energie, noch besser. So, mach mal hier. Na, auf Plasma-Energie und noch mehr Plasma. Na, meine Fresse. Da kannst du gleich nochmal nachladen. So, wunderbar. Habe ich nicht vorhin ein Munitionsparadies mir erwünscht? Jetzt habe ich es gekriegt und irgendwie fühle ich mich jetzt nicht besser. Ich befürchte irgendwie, dass das schlechte Folgen haben wird für uns. Nun ja, wir werden sehen. D'accord, so. Haben wir das abgearbeitet? Dann mal rein hier unten. Wo geht's denn da hin? Cockpit des Captains. Achtung, Sperrgebiet. Zutritt nur für Rang 5 Offiziere. Jawohl, Sir, jawohl. Gut, ich glaube nicht, dass wir das sind, aber wie gesagt, ist scheißegal. So, zu welcher Seite öffnet sich das? Zu der natürlich, okay. Ja, was haben wir denn hier Lustiges? Sind das irgendwelche Reaktoren oder was ist denn das? Egal, können wir nicht bedienen. Da ist mal weiter ins Cockpit und da ist unser Freund Zack. Hey Zack, Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich werde hier noch so Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hören Sie, ich weiß, dass Kendra mir nicht glaubt, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Aber natürlich. Wieder mal dürfen wir großartig in der Gegend... Seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber... Es war riesig. Gewaltig. Hey, den habe ich auch schon getroffen. Vielleicht können wir ja mal ein Treffen veranstalten. Vielleicht wird es ja ein Kumpel von uns oder so. Was wollte ich denn sagen? Achso, wieder mal dürfen wir sinnlos in der Gegend rumrennen und irgendwelche Sachen aktivieren, damit dieses verfluchte Schiff zum Laufen kommt und er steht da und googelt eine Runde oder was weiß ich, was der da macht. So, erstmal Textlog lesen. Liste der Toten, Logbuch des Abbaubetriebs, Dallas A, Aufseher, zweiter Ingenieur, so... Okay, ja, ist jetzt nicht so extrem spannend. Gut, Muni ist voll. Wir kommen ja bestimmt nochmal hierhin zurück. Da können wir dann den Rest auch noch einsammeln. Wo kann ich denn hier die Dingens erstmal aktivieren? Oben, okay. Scheiße, zurück! Was? Ich dachte, der wäre tot, als ich die Kapsel verriegelt habe. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Ja, dann hack ihm die Rübe ab, meine Fresse. Wo ist er denn? Oh, schön Schema für Einzug Level 3. Oh Gott, ich muss mir Platz machen. Ach komm, scheiß auf die dummen Luftkanister. Ich will sie gar nicht haben. So, neues Schema, wunderbar, richtig geil. Müssen wir gleich mal gucken, hier oben war noch ein Shop. Vielleicht können wir das da gleich mal umwerten in einen neuen Anzug. So, ich habe die Befürchtung, dass jetzt gleich was kommt. Keiner? Gut. Ich bin zufrieden. Wir müssen da drüben hin. Was, jetzt ist da offen oder was? Ich will noch mal kurz hier, noch mal kurz gucken. Hier vorne war doch der Shop. Genau. In den gehe ich noch mal kurz, weil es sowieso gerade hackt ein bisschen. Da kann ich ja auch noch mal dafür sorgen, dass es sich erholen kann etwas. Jawohl, Anzug Level 3, Strahlmunition. Okay, gab es die vorher noch nicht. 20.000 können wir uns leisten. Sehr gut. Komm, dann rein mit dir, Isaac, in die Schüssel. Mach's dir bequem dort in der Enge. Und lass dir noch ein paar Stahlnieten annähen oder schweißen. Zzt. Gut, wunderbar. Ja, das sieht schon ein bisschen gleichmäßiger aus jetzt. Das sieht ja schon fast gewollt aus. Jo, schön. Jetzt hat er auch hinten ein bisschen Panzerung. Das ist auch gut.
Aber wirklich adrett ist das jetzt auch nicht gerade, diese Anzüge, ne? Gut, ja, Muni brauchen wir ja erstmal nicht. Von daher, let's get ready to rumble. Jetzt sieht er auch nicht mehr so speckröllig aus, jetzt wo er so ein bisschen hinten auch hat an Panzerung. Jetzt sieht das schon eher nach einer Rüstung aus. Oh. Halleluja! Was bist du denn? Renn! 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 Ich will nicht! Oh Gott! Ihre Waffen schaffen es nicht durch die Panzerung von dem Ding. Schießen Sie ihm in den Rücken, Isaac! Ja, wie denn? Da hinten ist ein dreibeiniger Affe! Ah! Scheiße! Oh, leck mich doch! Warum nur? Was? Achso! Wie jetzt? Mittagspause oder wie? Scheiße! Oh Gott! Komm schon, rennen! Lauf, 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 lauf. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh. Ah! Er ist näher, als ich dachte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bist du? Da bist du. Oh. Warum? Nein, bitte nicht hacken, bitte nicht hacken. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Oh, komm, 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 komm! Lauf mal ein bisschen flüssiger! Hallo? Scheiße! Ja, ist ja gut hinter mir da! Moment mal kurz! Oh, jetzt hat sich's wieder gefangen, na Spitze! Wie schnell will der sich noch umdrehen hier? Alter. Wo bist denn du? Ich hätte gerne Augen im Hinterkopf. Ups. Hast du Beine verloren? Ja, verkrümel dich mal ein bisschen hinter deine Panzerung, genau. Na Gott sei Dank. Quarantäne aufgehoben. Alter. Du bist mir vielleicht ein Drecksack hier. Den kann ich auch gar nicht wegbewegen, stelle ich gerade fest. Ich kann bloß seinen Arm irgendwie ein bisschen rumwackeln lassen. Aber ich kann ihn heben. Mit der Stase. Ja, komm hier ins Loch, genau. Weg mit dir, los! Nein, du sollst schon den Typen da. Zack! Entsorgt. So muss es sein. Okay, nachladen ist nicht mehr. Ich habe offenbar keine Muni mehr übrig. Gut, dann müssen wir mal gucken. Er war doch noch genau. Bisschen Strahlmuni hatten wir doch noch hier. So, ansonsten... Weiß nicht, die habe ich... Mit der habe ich noch geschossen. Die andere müsste ja noch voll sein, ne? Puh, okay. Haben wir das geschafft. Solche Viecher auf mich loszulassen, ich glaube, es hackt, ey. So, hier ist auch nichts mehr. Halt da unten. Nee. Da fällt mir gerade ein, ich müsste noch mal ganz kurz in den Shop und die Halbleiterplatine hier Gold entsorgen. Also verkaufen. Das machen wir noch mal schnell. Na das war ja mal eine Runde jetzt hier. So, Inventar, Halbleiter Gold, genau. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Komm, wir verkaufen mal so einen Stasepack. Oder zwei. Da haben wir schon mal wieder ein bisschen an Punkten hier und können das vielleicht dann demnächst mal mit umwandeln.
Okay, der Rest bleibt natürlich. Gut. Na dann, können wir mal den Aufzug benutzen. Jetzt steht wenigstens auch nicht mehr der Mist hier im Weg rum, diese komischen... Alter, hat der denn... Isaac, mach uns wieder ganz. Geht's noch? Was hat denn die Alte für ein Problem? Ich wollte gerade sagen, was hat denn der hier für ein Chaos veranstaltet? Aber hier ist auch dieser Durchgang, wo wir vorhin fast getroffen wurden durch, ne? Wo er hier mit seinem komischen Ärmchen durchgekommen ist. Okay, Aufzugsteuerung, Aufzug aktivieren. Ich gucke erstmal, was wir hier drüben haben. Lagerraum. Eine Werkbank. Spitze. So, Medipack für mich und Plasmaenergie für mich. Ich bin höchst erfreut. Noch ein bisschen Credits, okay. Und dann können wir jetzt mal ein bisschen basteln. Jetzt müssten wir ja unsere Punkte beim Rick erhöhen können. So, Rick. Eins drauf und dann nochmal eins auf die Trefferpunkte. Puh, so, da sind die Energieknoten auch schon weg wieder. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Leben. Haben wir jetzt ein Dingens mehr hinten dran, oder wie? Ja, oh, schön. Danke, Leute, danke. Jetzt ist schon wieder das Spiel so ein bisschen am Hacken hier. Das gefällt mir nicht so sehr. Ach, gut. Ich weiß gar nicht, wieso eigentlich. Atriumaufzüge sind jetzt online. Schön. Am Anfang ging das irgendwie, aber jetzt fängt das immer mal irgendwann an zu hacken, ne? Weiß nicht, ob der Lüfter hier, der externe, jetzt auch nicht mehr so die Leistung bringt oder ob mein normaler Lüfter jetzt vielleicht doch schon so schlecht ist, dass das nichts mehr nützt. Vielleicht sollte ich mal meinen Lüfter putzen lassen gehen. Könnte vielleicht helfen. Aber dann müsste ich natürlich ein, zwei Tage mit dem Uploaden aussetzen. Na, mal gucken. Dim, 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 dim. Oh, jetzt fang ich schon wie Gronkh an. Scheiße, ich habe so oft Gronkh geguckt in letzter Zeit. Wie weit ist es noch? Ist das schon mal aufgefallen, dass... Was? Ist das hier so voreingestellt vom Aufzug, dass der mir damit die Ankunft im oberen Stockwerk ankündigt? Hallo? Ishimura Ship Systems Department. Ich bin nicht so erpicht darauf rauszufinden, wo der Schrei herkam, ehrlich gesagt. So, sammeln wir erstmal wieder schön. Credits können wir immer gebrauchen. Was ist das denn? Das sieht gut aus. Das können wir bestimmt auf irgendjemanden werfen. Ach, geht gar nicht kaputt. Schade. Erstmal speichern. So, nachdem wir jetzt diesen riesen Klops dort tot gekriegt haben, ist das vielleicht ganz gut. Okay. Weiter geht's. Oh, Schema für die Laserkanone. Schön. Nehmen wir gern. So, Schiffssystem. Lager A. Okay. Da gehen wir da erstmal rein. Lager klingt immer gut. Lager klingt nach neuer Muni. Hehehehe. Glaubst du kannst mich verarschen? Ich lasse mich nicht verarschen. Verdammter Necromorph. Ups. So, dir wollte ich die rüber abtreten, nicht dem anderen. So, aber sicherheitshalber können wir ja mal jeden hier rüber abtreten. Noch mehr für den Flammenwerfer. Meine Güte, was wir an Flammenwerfer-Muni jetzt schon haben. Gut. Noch ein bisschen was dazugekriegt. Okay. Jetzt sind wir wieder ziemlich gut ausgestattet, würde ich sagen. Hier ist auch gleich ein... Das ist gut zu wissen, dass hier ein Stasi-Modul ist. Dann kann ich nämlich mal ein bisschen mit der Stasi hier ein bisschen rumspielen im Kampf. Wenn jetzt jemand kommen sollte.